Franklin Templeton Investments präsentiert Behavioral Finance für jedermann. Bewusstsein schaffen für Konzepte, die zu Ihrem langfristigen Anlageerfolg beitragen. Heutiges Thema: Fokussierung auf die Gegenwart. Lassen Sie uns über Ihre Vorfahren sprechen, um das Konzept des sogenannten Present Bias, Fokussierung auf die Gegenwart, zu veranschaulichen. Nein, nicht diese Vorfahren. Ihre Urahnen aus der Steinzeit. Jetzt sind wir beim Thema. Führen Sie sich einmal Ihren Urgroßvater vor Augen. Mal 100, nennen wir ihn Nock. Nock führte ein einfaches Leben, bei dem sich alles um die tägliche Nahrungssuche drehte. Gelegentlich musste er sich dabei gegen vereinzelte Säbelzahntiger verteidigen. Es gab Tage, an denen Nock nichts gefunden hat und mit leeren Händen zu Frau Nock nach Hause zurückkehren musste. Keine gute Sache. An anderen Tagen war Nocks jägerliches Geschick ein Volltreffer und alle konnten ein gegrilltes Wollhaar-Mammut essen. Da Nock keine Möglichkeit hatte, einen Teil seiner Beute für eine künftige Durststrecke aufzubewahren, schlug er sich gründlich den Magen voll und es fühlte sich gut an. Und über viele Generationen hinweg sah das Leben genau so aus. Nocks Verhalten, im Hier und Jetzt zu leben, wurde zu einer Grundeinstellung. Machen wir nun den Sprung in die heutige Zeit und denken einmal an die Menschen an einem All-You-Can-Eat-Buffet. Auch wenn ihnen keine unmittelbare Hungersnot droht, ist ihr Gehirn immer noch sehr ähnlich programmiert wie das unserer Vorfahren aus der Steinzeit. Wenn sie die überbackenen Käsenudeln unter der Wärmelampe sehen, übernimmt ihr innerer Nock und sagt ihnen, dass sie jetzt an ihr Wohlbefinden denken und richtig zuschlagen sollen. Das nennt man Present Bias, also die Fokussierung auf die Gegenwart. Was also hat die Fokussierung auf die Gegenwart mit Investments zu tun? Es hat sich gezeigt, dass Menschen häufig ähnliche Tendenzen an den Tag legen, wenn es darum geht, heute Anschaffungen zu tätigen oder für die Zukunft zu investieren. Der Erwerb von Dingen, ähnlich wie das Essen, führt in der Regel zu einer unmittelbaren Befriedigung. Die Früchte von Geldanlagen werden jedoch üblicherweise erst in der Zukunft geerntet. Was können Sie also tun, damit Ihre Finanzentscheidungen auch bis in Ihre besten Jahre reichen? Wir bei Franklin Templeton glauben an die Zusammenarbeit mit einem Finanzberater als eine der besten Methoden, um Ihren inneren Nock in Schach zu halten und für sich den richtigen Weg zur Geldanlage zu finden. Das ist ein kluger Schachzug.